Seit 2021 gelten in der Europäischen Union durch die Drohnenverordnung neue einheitliche Regeln für die Drohnennutzung. Die wichtigsten Neuerungen, die du beim nächsten Flug unbedingt beachten solltest, erklärt dir nun der ÖAMTC. Hey! Online-Registrierung. Statt der bisherigen Bewilligung für jedes einzelne Fluggerät musst du dich nun online unter www.dronespace.at registrieren. Damit kannst du dann mehrere Drohnen unter einer Betreibernummer fliegen. Registrierungspflichtig sind Drohnen, die schwerer als 250 Gramm sind, leichterer, wenn sie eine Kamera besitzen, sowie Renndrohnen. Kleine Spielzeugdrohnen musst du natürlich nicht registrieren lassen. Beachte, schon vor der Registrierung benötigst du eine gültige Haftpflichtversicherung. Kategorien. Es gibt nun klar definierte Kategorien, in denen es unterschiedliche Regeln gibt. Je nach Gewicht und Flugabsicht fällt deine Drohne in die Kategorie Open, Specific oder Certified. Solltest du mit deiner Drohne keinen Transport von Menschen, Flüge über Menschenansammlungen oder außerhalb der Sichtweite planen, so ist wahrscheinlich die Kategorie Open für dich relevant. Diese betrifft Drohnen, die unter 25 Kilogramm schwer sind. Erlaubt sind Flüge bis zu 120 Meter Höhe mit direkter Sichtverbindung. Der Abstand zu unbeteiligten Personen ist durch weitere Unterkategorien A1 bis A3 definiert. Unter welche Kategorie deine Drohne fällt, hängt von ihrer CE-Klassifizierung ab, welche sich nach dem Gewicht richtet und auf der Verpackung gekennzeichnet sein sollte. Ältere Modelle ohne die entsprechende Kennzeichnung dürfen natürlich noch weiterverwendet werden. Für sie gelten aber andere Gewichtsgrenzen. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, lade dir einfach die ÖAMTC-Drohnen-Info-App herunter. Einfach Drohnentyp eingeben und schon weißt du, in welche Kategorie deine Drohne fällt. In der Nähe von Flughäfen, Hubschrauberlandeplätzen oder Menschenansammlungen muss deine Drohne jedenfalls am Boden bleiben. Außerdem solltest du beim Fliegen stets die Privatsphäre anderer respektieren. Drohnenführerschein. Für den Betrieb von Drohnen über 250 Gramm benötigst du einen Drohnenführerschein. Man unterscheidet zwischen dem kleinen und dem großen Drohnenführerschein. Beim kleinen muss ein Online-Kurs mit anschließendem Online-Test absolviert werden. Fliegen darfst du dann in der Unterkategorie A1 und A3. Um in der Unterkategorie A2 zu fliegen, wird der große Führerschein benötigt. Dafür musst du einen zusätzlichen Theorietest ablegen und dich mit deiner Drohne gut vertraut machen. Die notwendige Praxis sowie die theoretischen Grundlagen holst du dir am besten gleich beim ÖAMTC-Drohnenflugtraining. Besteht man anschließend den Theorietest, so ist man behördlich geprüfter Drohnenpilot oder Pilotin. Fassen wir also zusammen. Erstens, verpflichtende Online-Registrierung. Zweitens, der kleine und der große Drohnenführerschein. Drittens, die drei Kategorien und Unterkategorien sowie die Einstufung der Drohnen in CE-Klassen. Ihr wollt mehr erfahren? Weitere Infos findet ihr unter www.öamtc.at/drohnen. Sowie in der ÖAMTC-Drohnen-Info-App. Wir wünschen dir einen guten und sicheren Flug.